Willkommen in Bikini Bottom, ein normalerweise friedlicher Zufluchtsort im Meer. Heute wird er sich in ein Theater des Schreckens verwandeln, in dem unser kleiner gelber Freund die Hauptrolle spielt. Der große Tag ist gekommen. Ich habe einen genialen Plan ersonnen, um endlich das Rezept für den Krabbenburger zu entwenden. Und wenn Bikini Bottom dabei vernichtet werden sollte, was soll's? Mit meinem nagelneuen Duplikatotron 3000 klone ich eine Armee aus Robotern, die auf meinen Befehl hin Chaos und Verwüstung anrichten wird. Noch ein letzter Blick auf die Checkliste. Mal sehen. Punkt Nummer 1 ist Plankton ein Genie. Antwort ja. Okay, Checkliste abgehakt. Den Schalter umlegen. Willkommen, meine absolut gehorsame Roboterarmee. Augenblick, ich mach nur schnell ein Foto für mein Album. Hey, hallo. Was glaubt ihr, was ihr da macht? Oh nein, nein, nein! Wartet! Halt! Ich bin euer Meister! Ich hab euch erschaffen! Nein, nein! Das gute Geschirr! Ah! Ein wunderbarer Tag, um mit Robotern und Rennpferden zu spielen. Ja, nur schmeiß ich die Rennpferde und Roboter immer durcheinander. Wäre es nicht toll, wenn wir echte Roboter hätten, Patrick? Meine hieße Robo Junior oder Zorlon oder vielleicht auch Frankie. Ja, diese unechten Roboter sind echt langweilig. Hey, was passiert wohl, wenn wir die Roboter hier reinstecken? Damit sie es sich hier gemütlich machen. Das ist nicht irgendein Schneckenhaus. Das ist mein magisches Wunschschneckenhaus. Wow, das ist toll, Patrick. Also, wir stecken die Spielzeugroboter hier rein. Okay. Wir sagen die magischen Worte und schütteln das magische Wunschschneckenhaus. Okay. Dann gehen wir schlafen und am nächsten Morgen können wir mit echten Robotern spielen. Aber Patrick, müssen wir nicht erst die magischen Worte sagen? Hast du doch schon. Okay, ist also das magische Wort? Früher war es Alakazama, Alabano, Wiesno, Dinkitana, Fuschbach, Kredelbitz von Wiener Schnauzer. Aber das habe ich immer vergessen. Bist du sicher, das klappt? Sicher. Letzte Woche hatte ich nur einen großen Kekskrümel. Und ich hatte so großen Hunger, dass ich den Krümel in das magische Wunschschneckenhaus steckte. Dann sagte ich das magische Wort und schüttelte es. Und am nächsten Morgen hatte ich ganz viele kleine Kekskrümel. Patrick, ich verkünde, dass morgen der beste Tag überhaupt wird. Gute Nacht, SpongeBob. Gute Nacht, Patrick. Am nächsten Morgen. Roboterfreunde, 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 Roboter. Uah. Gary, warst du das? Tja, Gary, sieht ganz so aus, als hätten wir ein Problem. Ich werde wohl noch viel lernen müssen, um das Chaos hier aufzuräumen. Mau! Was für eine fantastische Idee! Diese Schilder bieten mir wichtige und hilfreiche Tipps. Aber wie kann ich die Schilder lesen? Mau! Ah, okay. Drücke diese Taste, um die Schilder zu... Mau! Wenn ich also nochmal mit dir reden möchte, muss ich lediglich zu dir hingehen und diese Taste drücken. Ich leg jetzt besser mal los, Gary. Ich glaube, das wird ein ziemlich langer Tag. Oh, wie funkelnd!
vielleicht ein bisschen auf dem Bett rumhüpfen. Vielleicht ein bisschen auf dem Bett rumhüpfen. Oh, es geht doch nichts über den Klang der eigenen Nachbarschaft. Hau ab, SpongeBob! Du verschmutzt meinen Freiraum zum Nachdenken! Du willst wohl wieder das Rezept für den Krabbenburger stehlen, was, Plankton? Tja, damit kommst du nicht durch. Es gibt größere Fische zu braten. Ich muss herausfinden, wie ich die Kontrolle über den Abfalleimer von diesen Robotern zurückhole. Wo sind die denn hergekommen? Woher? Das weiß ich nicht. Von mir jedenfalls nicht. So viel ist sicher. Sie sind plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht und haben mich beleidigt und mit Sachen beworfen. Sie haben sogar alle meine Löffel verbogen. Ich habe diese Löffel geliebt, als wären sie meine Kinder. Das ist ja schrecklich. Ach, kannst du mir nicht helfen, sie aufzuhalten, bevor sie auch noch meine Gabeln verbiegen? Nicht die Gabeln. Natürlich helfe ich dir. Aber Moment, eigentlich soll ich doch goldene Pfannenwender sammeln. Goldene Pfannenwender, wie? SpongeBob, wenn du mich in den Abfalleimer zurückbringen kannst, dann gebe ich dir einen ganzen Eimer voller goldener Pfannenwender in deinen Träumen. Abgemacht. SpongeBob! Diese ausufernde Roboterkrise sorgt dafür, dass die große Krabbe mehr Geld verliert als ein sinkendes Schiff. Und kein Geld bedeutet keine große Krabbe mehr. Und das bedeutet keine Burgerbraterei mehr für dich. Keine Burgerbraterei mehr? Aber da du so gutgläubig bist, werde ich dir helfen und einen kleinen Profit daraus schlagen. Ich habe ein paar goldene Pfannenwender, die ich dir bereitwillig gegen ein paar dieser glänzenden Objekte tauschen würde. Ah, die grünen Hügel der Quallenfelder. Ein Ort, um die pure Natur zu erleben und manchmal auch ein paar Stiche. Na toll. Au! 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 Thaddäus, alles in Ordnung? Nichts ist in Ordnung, du Sprottenkopf. Sehe ich aus, als wäre alles in Ordnung?
Naja, deine Nase sieht ziemlich groß aus. Ich meine größer als üblich, denn sie ist auch sonst schon ziemlich groß. Und du schwitzt und... Ach du meine Güte, du hast eine Glatze! Ich hatte schon immer eine Glatze, aber jetzt bin ich überall zerstochen. Nun, laut des Quallenfischer-Feldhandbuchs können heftige Quallenstiche effektiv behandelt werden, indem man eine dicke Schicht Gelee des Quallenkönigs auf die betroffenen Stellen schmiert. Quallenkönig! Tja, dann wirst du wohl zum Göffelberg aufbrechen und durch die gemeinen Tentakel des Quallenkönigs einen schrecklichen Tod sterben müssen. Haha! Ich bleibe hier und leide derweil an unerträglichen Schmerzen. Mach das! Keine Sorge, Thaddäus! Ich werde dir das Gelee des Quallenkönigs bringen, damit du dich überall damit einreiben kannst! Es glänzt! Heute können wir keine Quallen fangen. Ich muss nämlich Roboter fangen. Geschenke öffnen ist klasse. Genau meine Größe. Gary, was geht ab? Miau! Miau! Wow, ein Bungee-Sprung für einen goldenen Pfannenwender. Ich glaube, ich bin im Himmel. Manchmal ist es total befriedigend, einfach einen Knopf zu drücken. Drück, 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 drück. Ach du großer Schinken, den habe ich verstanden. Nennt mich auch Schwamminator.
mehr, Jungfrau Mann. Ich habe alle deine Comics, Spielzeuge und deinen Briefverkehr. Was? Ach ja, das ist dieser Schwarmjunge. Also, was sollte ich dir noch sagen? Dass Patrick von Robotern umzingelt ist und meine Hilfe braucht. Ach, nein. Ich glaube, es ging darum, dass meine Füße massiert werden sollten. Also, wenn eine Fußmassage bei dir hilft, Patrick zu retten, dann muss ich das wohl machen. Hilfe! Die machen, dass ich mich selbst haue! Die Fußmassage funktioniert wohl nicht. Ich sollte mir einen direkteren Ansatz überlegen. Meine Zehennägel schneiden? Patrick, ich komme! Es glänzt. Geschenke öffnen ist klasse. Das war massig viel Spaß. Das sollte ich... Genau meine Größe. Ach, du großer Schinken, den habe ich verstanden. Puh, ein Glück bist du in Sicherheit, Patrick. Ja, natürlich, SpongeBob. Warum so? Naja, die Roboter und die... Ach ja, das hier habe ich für dich gefunden. Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber es sieht wichtig aus. Danke, Patrick. Ich sag dir was, diese Herumrennerei hat mich total erschöpft. Warum machst du nicht ein bisschen weiter? Okay. Oh, Junge, Junge, Junge! So glänzend! Oh, der macht gleich Bumm.
Hey, du Sprottenkopf! Pass auf, wo du hingehst! Der Fels spricht mit mir. Oh, mächtiger Fels, ich stehe dir zu Diensten! Hier unten, du großer rosa Seeochse! Ah, hallo Plankton. Wirst du mich heute pulverisieren? Die Versuchung ist groß. Leider bin ich in der beklagenswerten Position, dir helfen zu müssen. Ich war gestern auch in einer beklagenswerten Position und jetzt tut mein Nacken weh. Hör meine Worte, mein großer künftiger Handlanger. Geh in die Quallenhöhle, folge den Anweisungen auf den Schildern dort. Am Ende der Höhle wirst du immer noch ein großer rosa Idiot sein, aber du wirst genug wissen, um die Roboter zu besiegen und mich wieder zum Abfalleimer bringen zu können. Und dann pulverisierst du mich? Vielleicht verschone ich dein Leben und zwinge dich zur Arbeit in meinem Ausbeuterbetrieb, wo du billige Portemonnaie-Imitate herstellen musst. Oh, vielen Dank! Oh, eine unheimliche dunkle Höhle. Geschenke aus Holz! Ich finde nicht, dass SpongeBobs Unterwäsche richtig passt. Autsch! Schon viel besser! Gute Güte! Noch einer! Hübsches, funkelndes Ding. Ich finde nicht, dass SpongeBob Unterwäsche richtig passt. Autsch! Autsch! Strahlend weiß! Autsch! Schon viel besser! Autsch! Der Roboter hat Bumm gemacht! Yeah.
Ahoi! Thaddäus hat mir gesagt, dass du den Quallenkönig suchst. Ja? Gute Sache das. Dieses Monster hat alle meine guten Kunden in ihre Achterdecks gestochen. Angeblich ist er auf dem alten Göffelberg zu finden. Los, schnapp dir die Bestie, Matrose! Ach du liebe Güte, Mr. Krabs. Ich schaue, was ich tun kann. Hallo, Mrs. Puff. Hallo, Patrick. Ich habe eine Aufgabe für dich. Oh, klasse. Ich habe einen goldenen Pfannenwender gefunden, aber die Roboter auf der Insel haben ihn gestohlen und in den See geworfen. Könntest du ihn vielleicht zurückholen? Klare Sache, Mrs. Puff. Ich finde nicht, dass SpongeBobs Unterwäsche richtig passt. Autsch! Strahlend weiß! Katsching! Autsch! Autsch! Nimm das! Autsch! Genau meine Größe.
Frisch wie eine Frühlingsbrise. Geschenke öffnen ist klasse. Ach, du großer Schinken, den habe ich verstanden. Ich sollte mal wieder waschen. Genau meine Größe. Pumpelblase! Ach, heute wollen aber auch alle helfen. Sei da vorne leise, dieser Quallenkönig befindet sich mitten auf dem Weg. Viel Glück, du wirst es brauchen. Danke, Kumpelblase. Ich wusste ja, dass der Quallenkönig groß ist, aber wer hätte gedacht, dass er eine so schöne Stimme hat? Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Man nennt mich auch Schwamminator.
fühle mich wie ein neuer Schwamm. Zu hübsch. Ich halt's nicht aus. Geschenke öffnen ist klasse. Jaut! Oh, ja. Ah, das fühlt sich schon viel besser an. Für meinen besten Freund tue ich doch alles. Soll ich dich einreiben? Was wäre, wenn ich dir einfach den hier gebe? Ah!